Hallo Freunde, heute reagieren wir auf die 20. Episode von Ali Tells. Sie nennt sich das sprechende Niveau. Ich weiß, die Reaktion kommt viel zu spät. Grund dafür ist, dass ich am Mittwoch halt ein Video hochgeladen habe, wo Cengiz Dogul schreit. Das Video findet ihr in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, ach ja, auf meinem Gaming-Kanal ist immer noch die Sommerpause, also da geht es im Moment noch nicht weiter. Aber ab August geht es weiter, ab 10. August. So. Also, wann wurde diese Episode veröffentlicht? Sie wurde am 13.07. heute, genau vor 7 Jahren, veröffentlicht. Ohne viel zu labern, würde ich sagen, los geht's. Mit der Reaction. Bist du dran schuld, dass es dauernd regnet bei uns? Unmöglich, nicht umsonst bin ich ein Wasserbändiger. Ach du. Ich bringe dich um. Zum Stopp-Ausbildung. Ja, arriba, meine Damen und Herren. Und Happy Mexican Day. Gut, das habe ich jetzt vielleicht ausgedacht, aber egal. Das hat mir unglaublich viele Kommentare geschrieben. Und mal wieder wurden ein paar von euch Leute auserwählt, um in dieser pornösen Folge vorzukommen. Und hier kommt auch schon Kommentar Nummer 1, Bitch. Wie soll ich dich jetzt nennen? Victor und Ali? Du kannst mich auch einfach Gott nennen. Was an mir gottgleich ist? Meine Güte, ich bin YouTube-Partner. Wir hatten jede Art von magischer Macht, verdammt nochmal. Zum Beispiel können wir das hier. Reicht euch noch nicht als Beweis? Okay, aber wie wär's damit? Kann es vielleicht sein, dass du ein bisschen zugenommen hast? Findest du? Keine Ahnung, ich mache eh eine Idee. Okay, die macht eh eine Diät. Ich lebe. Tja, das könnte magische YouTube-Partner. Ich war letztens in Hamburg auf Klassenfahrt. Warum habe ich dich nicht gesehen? Komisch, das wundert mich auch, Freund. Hamburg ist, glaube ich, ein Dorf, oder? Nee, Hamburg ist eine Stadt. Weil Hamburg ein verficktes Dorf ist. Nein, aber ernsthaft jetzt, wenn ich mal wieder in Hamburg ein Fantreffen gebe, dann sage ich euch Bescheid. Also immer schon auf dem Laufenden sein und nicht deabonnieren, sonst fresse ich euer Haustier. Was würde passieren, wenn Alligator C24 und Alblali eine Fusion machen würden? Wow, hat sich ja viel geändert. Wie, er hat jetzt einen Schnurrbart? Was zum Teufel ist das? Kunst ist eine Explosion! Guck mal, meine neue Zeichnung. Ah! Was ist denn? Puh, tut mir leid, für einen kurzen Moment dachte ich, die Zeichnung. Die explodiert einfach. Ach, Schönheit! Ich bin ja so ein netter Kerl. Als Maulschrift! Ja, schlägt gleich in dein Haar. Ich schlag dir gleich in dein Haar. Ja, das kann wehtun. Ali, was denkst du über Kikos Ausstieg? Das, what the fuck, wer ist Kiko? Lieber Freund, ist der Scheiß, den ich drauf gebe. Wie, du siehst nichts? Tja, das wäre dann wohl die Antwort. Kann es sein, dass Iblali von iCarly geklaut wurde? Aber natürlich, genau wie alle Apple-Produkte, wie zum Beispiel iPods, iPhone oder iMac. Überhaupt hat iCarly den Buchstaben I erfunden. Und außerdem, die haben den von Iblali geklaut. In den Kommentaren dürft ihr den Buchstaben I nicht mehr verwenden. Ich habe dieselbe Frisur wie du. Das, mein lieber Freund, ist ein weiterer Scheiß, den ich drauf gebe. Was machst du, wenn deine Freundin mal nicht da ist? Ja, das sieht dann ungefähr so aus. Okay. Okay. Ich vermisst. Kannst du jetzt wieder in die Küche gehen und mir was zu essen machen? Okay, wieder einfach so rumheult. Aber Leben hat keinen Sinn mehr! Ah, ich habe das geilste Leben, oder? Mexican Night! Hey Ali, magst du Katzen? Ehrlich gesagt. Okay. Nein. Aber du bist mir doch wichtig. Nein, meine Güte, ich habe nur Spaß gemacht. Ja, ich auch. Ich halte dich immer noch für einen Spaß. Magst du Gott? Niveau, das unter der Erde heult. Ali, du bist so ein Lappen, Mann. Kartoffeln kommen aus Amerika. Kartoffeln kommen aus Amerika? Kommen die nicht aus Spanien? Herkunft der Lebensmittel hat aber nichts mit dem Klischee zu tun, verdammter Hirnmolch. Hirnmolch. Du hörst dich genauso an wie Alligator C24. Das ist er doch eigentlich auch. Ist vielleicht doch das bei dir? Lass mich in Ruhe! Lass mich rein! Hey Ali, mach mal eine Folge auf Russisch. Oder einen Teil der Folge. Ja, lieber die Mann. Tschum, Bautai. Das bedeutet viel wie gerne. Gerne sein. Okay. Nein, dass deine Freundin dich mit Dürrebuhn Ali betrügt? Warte mal kurz. Gleich wieder da. Hey, Dürrebuhn Ali, stimmt es das? Hä? Das ist doch nicht Yuki. Es sei denn, es wäre. Nein, Süßer. Wie kannst du nur? Hey, alles okay? Warte mal kurz. Wenn du hier bist, dann bedeutet das Dürrebuhn Yuki. Ärger auf den Kiez. Oh, ja. So,
So, ich hoffe, euch hat die Reaktion auf die heutige Folge Alitels gefallen, auf die Reaktion. Falls ja, dann lasst mir einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.